Hallo und herzlich willkommen zu Mist und einem herrlich sonnigen Sommertag. Ja, es ist 11 Uhr. Wir haben ein Schränkchen gefunden, wir haben eine Axt gefunden. Heute geht's weiter auf Looting-Tour und ja, heute Nachmittag werden wir mal unsere kleine schnucklige Hütte mal ein bisschen ausbauen. Mein Bettchen bauen und ja, vor allen Dingen mal die Destille irgendwie an den Start bringen. Damit wir hier endlich mal was zu trinken bekommen. Bärenzeichen. Das macht mir jetzt nicht so viel Hoffnung. So, ich glaube, da waren wir da schon. Ich glaube, wir waren hier. Hier waren wir schon. Oder? Ja, doch, ja, hier waren wir schon. Hier haben wir schon alles. Hier haben wir schon den Waldstaub gesaugt. Alles kein Problem. Große Frage. Wo geht es hier lang? So, da hinten ist noch ein Häuschen. Das ist sogar ein Spielerhäuschen. Krass. Da ist auch noch ein Camp. Geil, ist ja alles voll hier. Was ist denn hier los? Krass. So, naja, dann laufe ich doch mal dahin. Eventuell können wir da noch ein bisschen was... Können wir da noch looten, machen, tun? Ist da eine Lampe? Das sind Lampen. Zwei Lampen. Wasserfässer. Es. So. Na gut. Ach du Scheibenkleister. So, ich brauche meinen Pickup. So, hier hin, da hin, dort hin. So, ein paar Bretter. Ja, kann man immer noch stacken. Das kann man nicht stacken. Genauso wenig wie das. So, von dem anderen Rest haben wir noch stackbares Material. So. Geil, zwei Lampen. Das Häuschen und eine blaue Biere auf dem Boden. Aber vor allen Dingen zwei Wasserfässer. Platz. Geil. Ist da noch was drin? Ach, schade. Sind leer. Das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn noch ein Literchen da drin gewesen wäre. So, mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Hätte ich doch drei Arme. So. Na komm. Ja, ja, du kommst auch, ja. Weißt du, du bist total verwaist hier, ganz alleine. Du fürchtest dich so im dunklen, einsamen Haus, so. Jetzt, guck mal hier, kommst du schon mal zu deinem Freund, so. Und dann kommst du in ein dich liebendes Haus, voll netter Menschen. Oh mein Gott, so. Ich erzähl wieder Quark. Quark mit Soße. So, ist hier irgendwie... nö. Einmal im Kreis rumgerannt, nichts gesehen. So, ist hier hinten noch irgendwie was zu holen? Oder ist... Nee, wie alle Spielerhäuser, ist einfach leer. Ein Schränkchen steht drinne. Das ist ja schon mal irgendwie mehr als irgendwie alles andere. Das wäre eigentlich auch keine so schlechte Location, wenn ich ehrlich bin. So, also ist ein bisschen ab vom Schuss. So ein bisschen in einer Kartenecke, also da hinten das Gebirge. Das ist schon eigentlich schon nicht mehr Karte. Das fängt hier vorne schon an. So, wir sind so in der untersten linken Ecke. Also denke ich mal, weiß ich nicht. Also die Karte hat ja ordentlich Updates erfahren. Ich, naja, zu 90% bin ich mir halbwegs sicher, dass das immer noch so ist. So, noch ein Blättchen. Was ist hier? Noch ein Blättchen. Okay, na gut, dann waren wir jetzt hier. Dann, kann man hier eigentlich auch mitnehmen? Nö. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg zurück. Achso, ausgezeichnet. So, das ist auch mein Schrank gewesen, oder? Ja, ich bin mir halbwegs sicher. So, noch eine geile Feuertonne hier vorne. Da hinten. Ist da hinten noch irgendwas? Ein Spawnpunkt oder so? Kann nichts entdecken. Also, nicht so richtig. Dann... Jo, machen wir uns doch mal hier zu dem Lager auf. Schauen wir mal, was wir hier noch abgreifen können. Außer diesen Ast. So. Ja, Steine, noch ein Ast. Ach, okay. So. Stelle ich dich erstmal hier hin. So, Steine brauche ich immer.
Aber Äste brauche ich bestimmt auch. So, nehme ich auch alles, nehme ich alles, nehme ich auch. So einen schönen Ast nehme ich immer gerne mit. So, dann gibt es hier eine Leiter. Kann ich hier hochklettern? Nö. Kann ich hier hochklettern? Ja, kann ich hier hoch. Super. So, kommt mir irgendwie so bekannt vor hier. Geil, da unten gibt es zu essen. So. Einmal lecker Pfirsiche. Geil, nochmal. Schön. So, der Tag ist wieder gerettet. Dann nochmal. Ich will... Warum? Das ist Struppe. Ich will es aufheben. Ach. So, noch ein bisschen Lappen. Und da habe ich schon wieder gesehen. So. Mann, ey, der Tag ist mehr als gerettet. Hier ist aber los. So, Nahrung für die halbe Woche am Start. Richtig geil. So, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Gibt hier oben irgendwas? Nee, hier oben gibt's nichts. Habe ich gar nicht gesehen. Was zum... Warum? Ah, wo ist mein Schrank? Hier gibt's so viel Zeug. So. Da ist mein Schrank. Ich hoffe, da ist auch noch ein bisschen Platz drin. Ja, hallo. So, Bretter. Bretter, die die Welt bedeuten. Dann einmal dahin. Da könnte ich nachladen. Ist noch mehr Bretter. Was könnte ich da noch auspacken? Die 8 Steine zum Beispiel. Ja, ich bin ja versucht, das wegzuwerfen. So, das kann man nicht stacken. Das kann man nicht stacken. Das kann man auch nicht stacken. So, was haben wir denn noch so am Start, was man nicht stacken kann? Nö. Eigentlich sind wir gut aufgestellt. So. Dann einmal. Guten Tag, Blatt. Guten Tag. So, was gibt es hier noch? Eine Feder. Geil. So, bevor ich da bin, um dieses, die Schrotflinte aufzuheben, habe ich mich schon wieder voll gemacht. So. So, einmal hier hoch auf die Kisten drauf. Jetzt auch hier drauf. Sehr schön. So, jetzt kann ich Akimbo-Style. Ja, schön wär's. Mein Gott. So. Dann. Joa. Ich glaube. Joa. Dann haben wir hier eigentlich auch alles. Alles leer geräumt. Da hinten erspähen meine Augen. Ist das ein Lager? So. Ich muss meinen Schrank holen und dann geht es schon. Dann geht es schon gleich weiter. So. Was ist denn hier los? In jeder kleinen Ecke findet man hier noch irgendwas. Das ist echt krass. So. Ich habe jetzt alles aufgesammelt, was da ist. Stimmt. So. Dann einmal hier rüber. So, dann einmal den hier geholt. Und dann rennen wir mal. Dann rennen wir mal rüber zum... Nein, ich brauche den Stein nicht. So. Ich brauche ihn nicht. Aber ich will ihn. So. Hier einmal lang. Da geht ja auch noch eine Straße weiter. Gut, dass ich meinen Schrank dabei habe. So, dann hätte ich schon wieder dreimal zurückrennen müssen. Aber hier ist ja... Hallo, mein Schöner. Geil. Ist das geil. So. Ey, das Spiel will mich wirklich verarschen. Ja. So. Ich... Der Spawnpunkt. Wo war er? Da hinten irgendwo. Da hinten irgendwo im Wald. Was habe ich gefunden? Eine Cola. Eine Cola und eine Säge. So. Hier gibt's einen Rucksack. Hier gibt's noch auch noch eine Säge. Hier gibt's einen Kofferraum. Mit einer Axt. Und mit allem, was das Herz begehrt. Was? Bitte? Hallo? Warum? Okay, ist ein bisschen unfair irgendwie. Also, sucht euch aus, wo ihr spawnt. Quasi, das müsst ihr dann selber entscheiden. Eine Sekunde. Scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ach du Kacke. So, das nehme ich einmal. Ach du Kacke. So, ja, wohin jetzt? Ah. So, na gut. Dann nehme ich doch mal den Schrank in die Hand und dann suchen wir mal das Weite.
Große Frage. Renne ich zu dem Häuschen da hinten? Das ist ja noch so halbwegs nah dran. Ich glaube. Bevor sie losgeht. Und wenn ich es finde. Ich glaube, da war hier hinten. Ich glaube, es war hier hinten. Ach du Scheibenkleister. So, ja, das ist natürlich immer das Schöne. Ich bin sonst wie gerannt. Ich habe keine Ahnung. Nee, da, oder? Ich renne mir jetzt hier die Straße mal runter. Keine Ahnung. Wenn mich jetzt die Zombies wegsnacken. Naja, wir haben ja gespeichert. Schön wäre es nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber. Hä, bin ich so weit in den Wald reingerannt? Das ist echt ein bisschen krass. So, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren anscheinend. Nee, da geht's nicht weiter. Eventuell ja hier lang. Und hier sind wir jetzt irgendwie in den Bergen drin. Das ist wirklich die große Frage. Renne ich jetzt hier einmal um den Berg rum? Kann das sein? So, jetzt spätestens müssten eigentlich schon die Zombies am Start sein. Bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Ja, sehr schön. In der freien Natur rumgucken während des Nebels. Macht sehr viel Spaß. Ich gehe mal an einen höheren Ort. Eventuell haben wir oben Glück. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Nicht die geringste. So, ich habe okay, kann ich hier rüber eventuell? Das sieht halbwegs vielversprechend aus. Ich habe keine Ahnung. Komm ich hier hoch? Ich will ja auch nicht runterfallen. Dann habe ich gleich verkackt. So. Kann ich springen? Nö. Das geht natürlich nicht, wenn ich einen Schrank trage. Kann ich da hoch? Ich stelle ihn mal hier ab. So. Und dann? Ja, das geht. Jetzt muss ich ihn da unten stehen lassen. Ich guck mal, wo es hier lang geht. Was machen die Stromleitungen da? Newton dreht sich im Grab um. Oh mein Gott, so. So, jetzt nicht abstürzen. Gebrochenes Bein wäre... Naja. Da ist ein Zombie. Hier. Ja. Sehr schön. So, na dann. Ach nee, habe ich ja umgelegt. Dann, oh, 7 Schuss. Ja, mega geil. Das ist jetzt wirklich die große Frage. Ja, dann... Ja. Naja, dann... Erkunde ich doch mal hier ein bisschen die Gegend. Wenn die hier nicht hochkommen, Meister, dann bin ich ja eigentlich halbwegs sicher. Ist doch schön hier. Sehr schön hier. So, die wird hier. Jetzt auch ja nicht von Interesse irgendwie. So, komme ich hier noch höher? Komme ich jetzt hier zum Kartenende? Werde ich meinen Schrank wiederfinden? Was ist das für eine Pyramide da hinten? Ah, die Bergspitze. So. Die Schneekoppe. So, wie sieht das aus? Ja. Nachbarn. Aufdringliche Nachbarn sind da. So, da oben. Joa, keine Ahnung. Ich würde mal gerne hier in der Nähe vom Schrank bleiben und uns hier unsere, naja, die gruseligen Nebelbewohner irgendwie vom Leib halten. Verdammt. Ich hoffe, das hat keiner gehört. So, und er gibt uns 2 Lappen. Geil. So, gleich mal nachladen. So, wenn ich jetzt hier runterkomme, rotten sich da schon 50 Leute zusammen. Irgendwas habe ich gehört. So. Ja gut. Ja, dann bleiben wir jetzt hier sitzen. Ist ja auch schön. So, heißt ja auch The Mist, nicht wahr? Ja, jetzt haben wir den Mist.
So, einmal ausharren. Der letzte hat eine Stunde gedauert, ungefähr. Jetzt habe ich vergessen, irgendwie zu gucken, wie spät es war. Ich habe keine Ahnung. So, und irgendwie habe ich in der Soße, habe ich ja auch ein bisschen die Orientierung verloren. Das passiert dann auch manchmal. So, aber das ist ja irgendwie die Herausforderung an dem Spiel. So eine Events sind ja dann einfach immer, naja, unvorhergesehen. So, da muss man eben ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Und, was ist das da oben? Okay. Und da muss man irgendwie das Weite suchen. Ja, klar, das. Nö, es klart noch nicht auf. Keine Ahnung. So. Aber wir haben ja eine halbwegs sichere Stelle hier irgendwie gefunden, erwischt. Wie auch immer. Jetzt die große Fragie, würde man hier rüberkommen? Also mit dem Schrank ja sowieso nicht. Den will ich da unten nicht stehen lassen. Den finde ich nie wieder. Aber wo geht das hier hin? Ich glaube, hier ist auch wirklich Ende im Gelände, oder? Guckt man hier noch weiter? Also hier zum Beispiel. Huch! So, ein riesiges Plateau, 1 Million Zombies. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich will mal kurz nochmal abspeichern. Nicht, dass ich jetzt von der Karte runterfalle. Direkt hier hinter dem Kamm. So, ah, der wunderschöne Berg. Da ist er. Er streckte sich in seiner majestätischen Größe und Pixeligkeit. Herrlich. Ich bin mal weg. Guten Tag. So, will noch einer Nachschlag? Hallo, guten Tag. Wie sieht das aus? Verdammt. Ah, 3 Schuss. Das wächst nicht auf den Bäumen hier. Haben wir uns. Macht's gut, Steine. Ach, so, ein bisschen Salz, Salz. Ah, Kippen braucht auch keine Sau. So. Und Salz. Lecker Pökelfleisch. Köstlich, köstlich. So, das kann ich gut gebrauchen, das Salz. Das ist so eine der großen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich höre irgendwas. Der Luxusgüter quasi, die man so im Spiel haben kann. Ah, es wird kein Ende hier mehr nehmen. So, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Es ist echt ein bisschen aufregend hier gerade. Ach, Mann. So, erstes. Naja, nicht unbedingt erstes, aber eins der ersten Let's Plays hier. Und dann. Dann hier sowas. So. Ja, okay, die schlafen. Ich gehe mal hier lang. Ja. So, bei dir bin. Was? Hallo? Hallo? So, wir haben jetzt alle gelacht und hatten eine Menge Spaß. Aber der Nebel, der könnte jetzt auch mal langsam zu Ende sein. So, das ist die Kante der Welt. Guten Tag. Ist ja schön, ne? Ist ja echt, ja, so echt massiver, aber echt massiver Klotz hier. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. So. Da hinten geht's bis an den Berg ran anscheinend, ja? So. Wie sieht das aus hier hinten? Wir haben uns jetzt hier am Ende der Karte, haben uns jetzt echt gemütlich gemacht auf der Flucht vor den Zombies. Ach du grüne Leune. Wäre aber trotzdem ja schön, dass wir auch mal hier waren. Ist ein Busch, oder? Ich habe keine Ahnung. Das sieht so komisch aus. So, liegt da einer? Schläft der? Sind das die, die wir gerade abgeknallt haben? Hier? Kann mich gar nicht entsinnen. Okay, war das nicht weiter unten? Ich bin verwirrt. So, Zombies sind echt überall. Du kannst es wirklich abhaken. Man kann sich nirgendwo
Man kann sich nirgendwo hin verkreuchen irgendwie, ohne dass irgendwie die Zombies da irgendwie sind. So, ich habe keine Ahnung, ob die dann früher oder später einfach in der Nähe vom Spieler spawnen. Oder... Boah, Alter. Oder wie auch immer, ich bin jetzt schon so weit gerannt, ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass sie... Was zum Teufel? Dass ich unseren Schrank nicht mehr wiederfinde. So, der Nebel könnte jetzt auch langsam mal... Naja. Verschwinden? Um jetzt... Naja, mein Gott, ich will nicht unflätig werden. Aber der könnte sich jetzt langsam mal echt, ja, verdünnisieren. So. Das sind echt... Ja. So. Aber es ist ja Early Access in der 04-Version. Es hat sich auch schon ein... Es hat auch sich schon einiges getan. So ist es jetzt nicht. Hier und da gibt es echt noch ein paar hässliche Orte. Definitiv. Aber ja... Das soll dem Spielspaß keinen Abbruch tun hier. Es soll dem Spielspaß keinen Abbruch tun, wenn es ein paar hässliche Orte gibt. So. Ich bleib jetzt einfach hier. Hab keinen Bock. Hier ist schön. Ist eine super schöne Aussicht hier. Oh mein Gott. Ach, außerdem sieht man hier auch, wenn der Nebel sich ein bisschen lichtet, dass er jetzt irgendwie schon langsam mal bald tun könnte. So, 10 Schuss habe ich noch am Start. Klart es ein bisschen auf? Ja, bitte, bitte, es klart doch auf, oder? Ihr seht es doch auch. Oh Mann, ey. So, na gut, dann kriege ich mal hier lang. So. Könnte jetzt mal fertig sein hier. Alter. Oh, der erste ist schon tot umgefallen. Ja, geil. So. Wie sieht's mit den Schnubbels hier aus? Kriegen die auch langsam Altersschwäche? Ja, komm. Ja, fall schon tot um. Ja, gut. Bist ein guter Junge. Ja. Die Sonne kommt raus. Leg dich schlafen. Hm. Boah, sind ja noch zu zweit. Okay, der ist jetzt auch gerade tot umgefallen. Da ist noch einer. Geh mal hier so lang. Eventuell. Wie sieht's aus? Na? Manche halten echt länger durch als andere. Das ist irgendwie beachtlich. Haben die denn auch mehr Hitpunkte oder was? Oder, wie sieht das dann aus? So, die Sonne kommt langsam. Langsam? Ja, da ist er. Wo kommt der denn jetzt gerade her? Was ist mit dem? Warum frisst der so viel Schrot? Warum? Ich hab voll durch die durchgeschossen. Alter, es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab das Scheibenkleister. Oh, so. Ich dachte, wir wären so gut unterwegs. Ich dachte. So, zweimal Zucker. Na, komm, hier so. Spachteln wir uns das rein. Okay, so viel haben wir nicht abbekommen. Wir haben auch die Weste an. Aber trotzdem. Schade. 7 Schuss durchgeblasen. Für ein bisschen Zucker und, naja. Nicht aufregend. So, wenn man die nicht selber killt, dann... Ja, kriegt man auch nichts. So, ich, hier hinten. Wir waren hier hinten. So, die Weste hat uns... Ich glaube mal, die Weste hat uns den Arsch gerettet. Ist die große Frage? Oh ja, 4,8%. Das ist nicht mehr so viel. Es ist immer noch geil, wie wir rumrennen. Voll in der Körperpanzerung irgendwie eingewickelt, aber irgendwie nur ein Schlüppi an. So, ich, Jo, wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich, So.
So, hier lang, glaube ich. Ja, da sind wir rüber. Ja, da sind wir hoch. Dann einmal hier runter. Jetzt nicht die Gräben brechen. So, langsam, langsam, langsam. Nicht die Füße verstauchen oder weiß der Geier. Schlimmeres. Stürzen und sich die Arme brechen. Wo ist mein Schrank? Ich hoffe, ich finde ihn wieder. So, war der nicht hier? Oder war der noch ein bisschen weiter unten? Also hier ist er nicht. So, ich bin ja halbwegs bis hierhin gekommen. Oder? Also hier bin ich definitiv nicht hoch. Also muss es ja weiter da unten gewesen sein. Also denn da lang, dort lang. Da kann er hinter diesem Kamm stehen. Hoffe ich. Hier steht er nicht. Außer die Zombies haben auch gedacht, schöner Schrank, geil, nehme ich hier mit in meine Zombiehöhle. Da kann ich dann meine Gehirnsammlung irgendwie drin aufbewahren, dann rollen die nicht immer so glitschig durch die Gegend. Da oben ist er aber auch nicht, oder? Steht er hier irgendwie rum? Nö, ich sehe nichts. So. Die Queste nach dem verlorenen Schrank. Geil. Ist die große Frage, wie viele Erfahrungspunkte kriege ich dafür und kann ich das in Charisma über... kann ich das in Charisma investieren? So, wo zum Geier ist mein Schrank? Ich habe keine Ahnung. So, steht er da unten eventuell? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ist mein... Wo ist mein Schrank abgeblieben? Oh mein Gott. Ah, na, sehr schön, sehr schön. So, ich krauch mal hier. Da steht er, Gott sei Dank. Ich hoffe, ich komme hier. Oh Gott, oh Gott. Habe ich mir wieder die beste Stelle ausgesucht hier. Langsam, langsam. Ugh, Scheibenkleister. Das war jetzt aber nicht so aufregend. Hier hätte ich runtergemusst. Schrank, da bist du, ich hab dich vermisst. So. Na denn. Bewegen wir uns mal. Bewegen wir uns mal. Naja, zum Glück nicht den Fuß verstaucht oder gebrochen oder Schlimmeres. So. Dann einmal hier runter. Alle Munition, die wir gefunden haben im Spiel, haben wir schon wieder durchgebraten. Innerhalb von einem Nebel. Ach, das soll jetzt nicht zur Angewohnheit werden. Definitiv nicht. So, renne ich dann mal hier runter. Langsam. Renne ich mal langsam hier runter. So. Schade, ich dachte hier hinten wäre ich so halbwegs sicher. Aber naja. Gut, ist ja noch halbwegs glimpflich abgelaufen. Dann. Hier kommen wir gar nicht raus. Heißt also, hier lang. Ich hab jetzt auch ein bisschen... Wenn da hinten die Straße ist, dann haben wir gewonnen. Definitiv. Kann auch sein, dass da die Straße ist und wir jetzt hier hinten so den Bogen rumkommen. Quasi so mehr oder minder beim Lager vorbei, beim Banditenlager. Bei uns in der Nähe vorbei. So, große Frage. Kommen wir da an und begegnen wir dem Bären. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, ja, gut. Ja, da wäre das Häuschen gewesen, wo ich eigentlich hin wollte, aber ja, hat ja wohl nicht so richtig funktioniert. So, ich glaube, ich gehe mal nach Hause, Bettchen bauen, Feuerstelle und so weiter und so fort, noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen Materialien verbrauchen, mal gucken, wo ich noch irgendwie einen Reifen herkriege, irgendwie, sonst muss ich das hier alles händisch durch die Gegend tragen. Wir haben noch ein paar Lampen, wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch ein paar Lampen, wir haben noch Wasserfässer, die würde ich auch gerne mit nach Hause nehmen. Ich würde da dieser Hütte da nochmal einen Besuch abstatten. Haben wir überhaupt noch Platz? Eigentlich nicht, oder? Nö, wir sind komplett gefüllt. Heißt also, können wir auch die Beine in die Hand nehmen und jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter rennen. Ich würde sagen, wir rennen jetzt hier mal so durch den Busch. Ja, die Uhr sagt auch schon wieder halbe Stunde. Naja, ich glaube, ich nehme euch noch ein bisschen mit nach Hause, falls die Stamina noch so weit ausreicht. Jetzt sind wir schon wieder im Bärenland hier.
Das ist natürlich nicht so aufregend, wenn wir dann keine Stamina mehr haben. Dann, alles gut. Ich höre schon wieder Sachen. Was haben wir hier schon? Es sieht nicht so aus. Okay, hier gibt es noch einige Plätzchen, einige Orte, die wir noch besuchen müssen. So. Jetzt müssen wir langsam zur Straße kommen. Zur Straße, habe ich gesagt. Jetzt müssen wir langsam zur Straße kommen. Was ist das denn hier? Ach, da ist die Straße. Da ist das Camp. Okay. Hier ist noch so eine Art. Was ist denn das hier? Das ist Parkeingang? So, da drüben sind... Ich sehe gar keinen rumrennen. Jetzt auch die große Frage, ob wir überhaupt so weit sehen können. Ich will es nicht rausfinden. So. Na denn, einmal hier lang. Und das war's mit der Stamina. So, ja, okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Und hoffen. Ja, ja, wie gesagt. Dass wir den Bären nicht begegnen. Ich gehe mal hier lang. Hier könnte man eventuell unbeschadet runterkommen. Oder auch nicht. Und hier. Naja. Aber hier. Hier sieht's nicht schlecht aus. Ja, ein bisschen hier lang, hier lang, hier lang. Ja, sehr schön. So, ausgezeichnet. So, keine Haxen gebrochen, alles gut. Alles schick. Dann die letzten Reste von Stamina noch verbraten. Ich glaube, hier runter. Und dann müssten wir eigentlich schon fast zu Hause sein. So, hier ist das Haus mit den Figuren. Ja. Und hier ist der Armeestützpunkt. So, da müssen wir ja auch noch die Kisten abholen. Ich habe die nicht vergessen. Mein Gott, so. Das. Da hinten ist unser Häuschen. Sehr schön, sehr schön. So. Und die Stamina ist jetzt alle. So. Naja, okay. War ja echt ein interessanter Tag heute. Und der Tag ist noch nicht mal zu Ende. Vorbei. Ist 15 Uhr. Meine Fresse. Joa. Nebel überlebt, ein bisschen Munition durchgebraten. Ein Schrank, einen vollen Schrank haben wir uns jetzt endlich abgegriffen. Stamina. Naja, ich kürze es mal ein bisschen ab. So. Den Nebel überlebt. Ich hab hier nicht die Tür zugemacht. Fällt mir gerade ein. Eventuell heißt das ja dann, dass wir Besuch hatten. Hatten wir Besuch? Hallo? Ist jemand zu Hause? Keine Ahnung. So. Stelle ich das Ding nochmal hier vorne hin. So, ist ja gerade. Ist ja gerade. Ja, also ziemlich, oder? Ja. Ja, ist doch ganz gut geworden. So. Große Frage. Große Frage. Oh. Schade, jetzt wollte ich schon fast wieder weitermachen und so die Folge hier extrem in die Länge ziehen. So, ja, wie gesagt, erster schöner Einrichtungsgegenstand, das mache ich in der nächsten Folge. Dann kümmere ich mich mal ums Wasser und vor allen Dingen auch mal um einen Weg, um den ganzen Krempel von der anderen Seite der Karte hierher zu bringen. Joa, entweder müssen wir viel rennen oder ich treibe irgendwie noch einen Reifen auf. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, es wird und es bleibt spannend. So, ja, bis dahin. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Habt noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.